Guillaume plus Tiffany von Luxemburg, besondere Fotos, verlassen Krankenhaus mit Baby François. 27. März 2023 erblickte der zweite Sohn von Guillaume, 41, und Tiffany von Luxemburg, 38, gesund und munter das Licht der Welt und machte das Glück des Erbgroßherzogspaares perfekt. Der Erbgroßherzog und die Erbgroßherzogin sind glücklich und stolz, ihnen die Geburt ihres Kindes mitzuteilen. Das Baby wurde heute am 27. März 2023 um 10:04 Uhr in der Maternité Grande Duchesse Charlotte in Luxemburg geboren. Der Prinz wird die Vornamen François-Henri-Louis-Marie-Guillaume tragen. Er wiegt 3,575 Kilogramm und ist 53 Zentimeter groß. Sowohl die Prinzessin als auch das Baby sind wohlauf. Die glücklichen Eltern und Prinz Charles freuen sich, ihnen Prinz François vorstellen zu können, hieß es in einem offiziellen Statement. Zwei Tage später teilte der Palast erste Fotos des Neugeborenen, am Donnerstag, 30. März, durften Tiffany und Baby François das Krankenhaus dann verlassen. Immer an ihrer Seite, Papa Guillaume, und der stolze große Bruder Prinz Charles. 2. Den Gang aus der Klinik teilte der luxemburgische Hof in einem Livestream auf Instagram. Entspannt schlenderte die vierköpfige Familie aus der Klinik, bedankte sich bei den ÄrztInnen und lächelte den FotografInnen liebevoll zu. Danach ging es schnell in das wartende Auto, um endlich zu Hause die Kennenlernzeit mit François in vollen Zügen genießen zu können. Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Tiffany heirateten standesamtlich am 19. Oktober 2012, einen Tag später fand die kirchliche Trauung statt. Am 10. Mai 2020 erblickte ihr Sohn Charles Jean-Philippe Joseph Marie Guillaume. 2. Das Licht der Welt. Keine einfache Situation, der Kleine musste per Kaiserschnitt geholt werden. Wie Guillaume später verriet. Die Geburt war kein einfacher Moment, gab der Erbgroßherzog danach zu. Jetzt ist die Familie endlich komplett in ihren eigenen vier Wänden angekommen. Verwendete Quelle: Instagram.com